Die schreckliche Tat in Mannheim hat das Thema Migration, vor allem illegale Migration und Abschiebungen, wieder ganz oben auf die Diskussionsliste hier im Deutschen Bundestag gesetzt. Innerhalb der Koalition ist man sich wie so häufig, muss man doch ehrlich sagen, nicht ganz einig. Ich möchte natürlich nachfragen, und zwar bei der FDP, beim Generalsekretär der FDP, Herr Cesarei. Schön, dass Sie hier sind, Herr Cesarei. Guten Tag. Sie haben gesagt, dass man Islamismus, politischen Islamismus direkt benennen muss und dass die Diskussion oder der Diskussionsraum vorher, vor dieser Tat nicht wirklich da gewesen ist. Wie haben Sie das gemeint? War das eine Kritik auch an die Innenministerin Nancy Faeser? Nein, keineswegs, aber schon eine Kritik auf die Art und Weise, wie wir seit vielen Jahren in Deutschland über dieses Thema reden. Die Gefahren, die durch den Islamismus existieren, die werden ja leider in Deutschland massiv unterschätzt. Uns fehlt es seit vielen Jahren auch eine glaubwürdige Strategie, wie wir Islamismus insgesamt in Deutschland bekämpfen wollen. Und da besteht einfach Handlungsbedarf. Das ist nicht nur eine Frage der inneren Sicherheit, sondern das hat auch mit Fragen wie mit dem Thema Migration was zu tun. Wenn wir Migration, Abschiebungen, es wird jetzt darüber gesprochen, auch in nicht sichere Herkunftsländer abzuschieben. Wenn man sich die Zahlen der Abschiebungen aber mal anguckt, und da ging es noch nicht mal um unsichere Herkunftsländer, dann sieht man, dass von über 31.000 geplanten Abschiebungen im letzten Jahr zwei Drittel gar nicht mal stattgefunden haben, weil die Personen nicht mehr auffindbar waren. Wie möchte man überhaupt in Ihrer Koalition beim Thema Abschiebungen ein bisschen nach vorne kommen? Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und man darf auch nicht vergessen, gerade bei diesem Thema haben die Länder eine große Verantwortung für Abschiebung, sind in erster Linie die Länder verantwortlich. Aber mir geht es gar nicht darum, mich hinter Zuständigkeiten zu verstecken, sondern wir müssen an der Stelle handeln. Wir müssen dafür sorgen, dass allgemein beim Thema Migration eine bessere Kontrolle, eine bessere Steuerung und dementsprechend, was Sie gesagt haben, auch eine bessere Rückführung existiert. Und ja, es ist in den letzten Jahren dort, wo es notwendig war, zu wenig gehandelt worden. Wir müssen uns auch davon freimachen. Für Kriminelle oder Straftäter muss es aus meiner Sicht auch möglich sein, in Ländern wie Afghanistan oder Syrien abzuschieben. Das ist in der Vergangenheit nicht erfolgt. Das müssen wir dringend nachholen. Und mit den Grünen als Koalitionspartner soll das möglich sein? Ja, selbstverständlich. Ich meine, die Grünen sind eine Regierungspartei. Und eine Regierungspartei muss in der Lage sein, in einer solchen Situation Verantwortung übernehmen für das gesamte Land. Und nicht für die eigene Anhängerschaft oder was auch immer. Das ist keine, jetzt ist nicht die Zeit für ideologische oder theoretische Diskussion, sondern die Menschen in unserem Land erwarten von der Politik, zu Recht erwarten von der Politik, dass die Sicherheit in diesem Land gewährleistet ist. Und das müssen wir, dafür muss die Politik sorgen, egal welche Farbenlehre, egal welche Koalition letztendlich regiert, das muss in Deutschland gewährleistet sein. Ich würde gerne noch ein wichtiges Thema ansprechen. Soziale Medien und TikTok haben immer wieder in der letzten Zeit bei politischen Events eine große Rolle gespielt. Beim Thema politischer Islamismus spielen sie eine enorme Rolle. Hier wird diskutiert, ob man politisch eingreifen müsste. Wo fängt man da aber an? Wo hört man auf? Und wären Sie dafür, dass man politisch eingreift? Ja, Sie sagen ja völlig zu Recht, die Frage ist, wo man anfängt oder wo man anfangen könnte oder wo man enden könnte. Das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Aber wer ernsthaft glaubt, in den sozialen Medien oder Medien dieser Art wie TikTok beispielsweise Straftaten zu bejubeln oder sich darüber zu freuen, dass Menschen getötet werden oder Schaden nehmen, wer so etwas tut, muss mit der Härte des Rechtsstaates rechnen. Es gibt keinen rechtsfreien Raum und das gilt auch erst recht nicht für die sozialen Medien und dementsprechend muss auch hier die Politik handeln. Es wird übrigens auch gehandelt. Wir wollen jetzt nicht so tun, als würde nichts passieren, aber es ist halt, es kann nicht sein, dass hier Leute glauben, die können Hass und Hetze über die sozialen Medien verbreiten. Das ist etwas, das darf sich der Staat nicht gefallen lassen. Herr Cesarei, letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Der Bundeskanzler ist nicht in Mannheim gewesen, der Bundespräsident auch nicht. Es ist der erste islamistische Mord an einem Polizisten gewesen, hat für viel Verstörung innerhalb der Bevölkerung gesorgt. Ist das die falsche Botschaft an die Bevölkerung, die falsche Message, die von der ganzen Koalition dann letztendlich auch gesendet wird? Ich würde das nicht überbewerten. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen in erster Linie ein Bedürfnis haben, den Bundespräsidenten oder den Bundeskanzler in Mannheim zu sehen. Und das meine ich mit sehr viel Respekt.
Die Erwartungshaltung, die die Menschen ganz klar haben, sind Lösungen. Die Menschen wollen auch nicht, dass Politiker sich am selben Tag hinstellen und über Twitter oder auch andere sozialen Medien Beileid bekunden oder Bedauern ausdrücken, sondern die Menschen wollen, dass die Politik handelt. Und gerade bei diesem Thema, wir reden seit vielen Jahren zum Teil auch kritisch über das Thema innere Sicherheit, aber auch im Zusammenhang mit dem Thema Migration. Und es ist einfach ganz klar die Erwartungshaltung, dass die Politik hier Lösungen präsentiert, damit so etwas in unserem Land nicht nochmal passiert. Sagt der Generalsekretär der FDP hier im Deutschen Bundestag. Wir befinden uns nur einige Tage nach dieser schrecklichen Tat in Mannheim, die im Bundestag parteiübergreifend für Bestürzung und natürlich Besorgnis sorgt. Auch im Hinblick auf Israel ist der politische Islam ein Thema geworden, was ganz oben auf der Diskussionsliste steht, hier in der Sitzungswoche im Deutschen Bundestag in Berlin.